Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Odin Sphere Lafrasia. Mit mir, dem Merius, und natürlich euch, den Zuschauer. Den paar, die ich dann doch mein eigenen darf. Also, es geht weiter. Nachdem wir das dritte Kapitel angefangen haben, obwohl wir gerade in der Hauptstadt Titanias waren, eigentlich, geht es jetzt zu den tiefen Ländern von Elrith. Komisch, nicht wahr? Kapitel 3, Akt 2, König Edmunds Hof. I managed to sneak in, but how will I be able to speak with my father? Someone's coming. I'll hide behind a pillar. That little fiend, he plans to renege on our deal. That's me! What's going on? I suppose I will have to be harsh if it comes to that. Otherwise, we deceive the prince for nothing. So he's behind all this. I shall cut him down! Cornelius! Here you are, Cornelius. Have you reached a decision? Yes, of course, father. As you asked, I will break up with the girl from the forest. What? Very good. Now, go and tell her before you change your mind. Out of political expedience, I have been considering a marriage between you and King Odin's daughter. As you wish, father. Pardon my impoliteness, but I would like to ask you something in return. What is it? The royal family's secret power. No such thing exists. Go on, leave. Stop wasting time. Now, how did he find out about our secret power? Father! Who are you? Please listen to me. I am your son, Cornelius. The true prince of Titania. That man was an imposter. Are you some sort of jester? Do not ridicule me, beast. I have changed since we last spoke. I said I would abdicate my position. How do you know that? I am your true son. Father, you must believe me. No, you can't be. What are you saying? What? Wait! How did you get that sword? It was given to me. A terrifying voice in the Netherworld told me that it belongs to Titanian royalty. I would never mistake that blood-smeared sword. In the Netherworld? Oh. No, it can't be! Guards! Guards! Take that cursed sword and get it away from me! Father, what is wrong? You lie, whoever you are! Father, please! I swear by the heavens that I am Cornelius! Ask me anything about myself, I'll prove it! I can answer any question! Throw him out! Now! Immediately! Father! Kapitel 3, Akt 2, Nebenstraße der Hauptstadt. How shameful. I'm so alone. To be treated so by my own father. Is it useless to fight back, as the Queen of the Netherworld said? No, I cannot give in. I love the princess too much to let that happen. That imposter said that he was on his way to see Princess Velvet. He must be in Elrith Forest. Und deshalb müssen wir ihn jetzt aufhalten. Elrith Forest ist unser Ziel. Und sind da wir. Aber ja, da wir da sind, ist es jetzt auch unser
kleines Aufgäbchen, dass wir nach Prince Velvet sehen. Hallo Goblins. Bleib her. Oh, ich muss ja stimmt noch. Ich muss ja noch unseren guten Plasma-Ring. Ja, Donnerkeil werde ich nicht mehr brauchen. Ach, guck mal, da kommt noch. Kommt noch ein paar. Die verlieren ihre Messer, wenn die in der Luft sind. Und dann kriegen die selbst ab und sind selbst vergiftet. Na, das ist hier mal was. Ich würde sagen, das war's, oder? Jupp. So, was haben wir hier? Mangokerne. Also das ist das dritte Kapitel. Das heißt, eigentlich müssten wir auf unseren Lieblingskoch stoßen. Also zumindest so langsam. Nein, da lang. Wie steht es denn eigentlich hier mit? Talentmäßig. Da bestimmt nicht mehr. Blonhofe. Ach ja, okay. Muss ich noch raus? Moment. Tief. Ah, Mantikorpus-Sicht. Okay. Das ist unser Nebenboss. Der Mantikor. Kampfzone. Die Grizzlybärchen. Kann ja jetzt mal so machen. Und jetzt haben wir ständig den drumherum. Und das ist halt so verdammt gut. Immer schön extra Schaden. Und halt die Gegner schön nah halten. Deswegen ist das so verdammt gut. Kostet halt nur ein bisschen was. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Rezept für spanisches Gebäck. Ei. Immer frisch gebacken. Im Café. Nicht so normal, sondern im Café. Das kann Mori anscheinend nicht zubereiten. Dafür müssen wir, wie gesagt, dann im Café mal gucken. Okay, so nicht. So, Raum. Zum Fusion Prisma, auch wenn das Level 10 ist. Ah, ich weiß, warum das Level 10 ist. So schön in die Luft, damit wir da runterkommen können auf dem Boden der Tatsachen. Ah, ist das schön, oder? So, jetzt wird um die Bienenstock gekümmert. Schön in der Luft bleiben, ist super gut. Jetzt um dich kümmern. Na, wann spuckst du mal was aus? Keine Bienchen. Ah, da war eine Bienchen. Das war's. Aber so für so ein Prisma. Ja? Was? Cumulonimbus? Beschwört eine Gewitterwolke, die eine Zeit lang Blitze erzeugt. Cumulonimbus. Okay. Mach ich mal beim nächsten Kampf. Ich kann mich an dir nämlich so gar nicht mehr erinnern. Nicht so unbedingt, zumindest. Ah, hallo. Pepperoni. Da rein? Da rein. Gib mal her das gute Stück. So, dich auch. Immer schön gegen Gift Paletti. So, schön nochmal Magie vollladen. Danke, Schmetterling. Der gute Schmetterling. Und hier nochmal zur Raststätte. So, wie viel hast du? 16. Ja. Machen wir so.
Machen wir mal zwei Mango weitere. Eine Frucht. Habe ich ausnahmsweise welche mitgenommen? Ja, yep, habe ich. Jetzt? Jetzt. So, erstmal hast du ein neues Rezept für uns. Hey, are you a customer? Nö. Well, that's rare. Don't mind me. Go on, buy up. Alles im Ausverkauf. Hm, bist du vielleicht ein Babe? Rezept für einen Topf. Hm? Brauchen wir dafür Brötchen? Gibt's Omelette plus eins. Na. Also einmal Gebietskarte. Und einmal Rezept. Zart gedämpft für ihren Gaumen. Grüblikrott und Hühnchen. Nein, wir haben kein Hühnchen, also. Naja, theoretisch könnten wir Hühnchen machen. Ich meine, das haben wir noch nicht gemacht. Habe ich denn... Ja. Ja, ist wirklich, weiß ich schon. Wir werden nochmal das Ei einfach so... Benutze es, um mein Küken schlüpfen zu lassen. So, mein kleines Küken. Wie wär's, wenn du hier ein paar... Nein, nicht Säme. Wie viel schmeißt du weg? Ach so. Ja, von denen kannst du ruhig ein paar essen. Eins, zwei, drei. Drei hat anscheinend schon ausgereicht. Ja, ist. Hast du ein Ei wieder geschenkt, hä? Ich meine... Alle drei scheint der... Scheint das... Hühnchen was auszuspucken. Ja. Und danke. Damit haben wir unser Hühnchen. Okay. Ja. Nein. So. Rufen wir noch unseren... Puka-Freund. Mori. Haha. Ich möchte gern was essen, mein Freund. Oh my, a fellow traveler. After a long journey, do you not crave a warm feast? Please stay a while and enjoy a meal. I see you have a new recipe. Please, allow me. Ist da nicht ein Goldstück? Ist da nicht ein Goldstück? Now then, what do you want to order? Na doch, spanisches Gebäck können wir trotzdem hier machen. So, also hier ein Topf. Das ist doch schon mal 1A. Gimme, gimme. So, vorspulen. Wie sieht das aus? Ah, guck mal, lecker, ne? Richtig lecker. Mmh, yum, yum, yum. Zweimal gepustet war das halbe Ding leer. Ja, ich würde gerne noch die Omelettes fertig haben. Also fertig von dem Bonus. Ah, noch eins. Ein Omelette geht noch. Oh, noch ein Omelette geht auch. Very well. Ah, weil er so und so häufig das gemacht hat, hat er jetzt Käseomelette anscheinend gemacht. Leckeres Omelette mit zerlaufenem Käse. Ja, ich habe das jetzt natürlich durch und durch durchgedrückt, also. Ja. Ah, für spanisches Gebäck haben wir noch genug. Noch haben wir noch genug Eier. Das sieht aus, ne? Das sieht aus wie so eine zerkochte Schlange. Ah, solange uns das hilft, nicht wahr? Max LP plus 7. Aber wie viele schöne LP-Punkte wir bekommen. Herrlich, oder? Ah, Gebäck mit Kakao. Also Kakao, Bohnen und Ei. Die Knusprigkeit sorgt für Heiterkeit. Schöner Satz. Garnierte Mango.
Du hast auf jeden Fall viel zu tun, mein Freund. Ups, da mein Stuhl scheint dort zu gefallen. So, noch einmal. Da muss alles gemacht werden. Level 16, kein Problem. Mehr kandierte Mangos. Wird doch immer schön, nicht nur ganz gute Erfahrungspunkte, sondern echt gut Max-LP. Dafür, dass es halt so eine schlichte Kost ist. Und für den Rest halt fehlt uns die Beschaffungsmöglichkeiten. Gehen wir raus mit 472. 474 natürlich. Ich meine, wir könnten noch mal plus 7 machen, aber... Na, ist gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. War sehr lecker. Hier ist schon der... Schon. Hier ist schon der Boss. Oh, hallo. Ja, dich kennen wir ja schon noch mal. So, jetzt wollte ich einmal ausprobieren. Columbimius. Ach, das war sowas. Kein Problem hier. So, kein Problem. Blitzkugel ist gar nicht so doof. Ah. Au, au, au. So, nein, 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 du wirfst keinen Honig auf mich. Ach, guck mal, da war wieder auch so eine nette Braut da drin, ne? Wenn ihr das gesehen habt. Nein, 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 nein. Nee. Ah, okay, so was machst du jetzt. Na gut, dann mach mal kurz deine kleinen Helferlein. Gib mir Punkte. Mandragoras rufst du die ganze Zeit dabei. Also aber nicht gerade die feine englische Art. So, alles schön herbei. Schön mit den Blitzen. Herrlich, oder? Super. Eine andere Sorte. Wo kommen denn die ganzen her, ey? So, nochmal alle her hier. Und das war's schon. Und mittlerweile macht das schön richtig gut Damage. Da sind halt unsere normalen Schläge nicht so stark. Schimmerschein, Traubenkern. Ah, stimmt ja, wir sind ja jetzt im Traubenkernbereich. Nichts, aber wir sollen auf jeden Fall runtergehen. Habe ich gerade Maulbeeren gesehen? Hm. Level 10 ist jetzt mittlerweile kein Problem. Ach, deswegen. Ach, guck mal, wie weit man dann sehen kann. Das ist doch wahnsinnig gut. Aua. Außer wenn die halt ihre dummen Messer werfen. So, jetzt gehörst du mir. Ja, noch ein paar mehr. So, jetzt zusammenziehen. Oh, schön. Schöne Sache. Das ist ein besonderer. Und noch einmal. Kein Problem. Das ist ja so gut einfach nur. Ich brauche die Talente. Aua. Nochmal. So, jetzt hört ihr mir. Fertig. Und eine bessere Tasche. Oh, nochmal ein Ei. Sehr schön.
Mangokern, Traumkern. Da waren jede Menge von diesen stärkeren Goblins dabei. Ja, Kampf beginnt. Ja. Kein Problem. Ist so gut, einfach nur. Einfach zu gut. Sonst noch was hier? Nö. Wie viel gibt eigentlich diese... Die hier? Noch? Heilt 50 LP. Max LP plus 2. Ja, erstmal ein Granatapfel. Mit dem kann man schließlich gar nichts machen, soweit ich mich erinnere. Da das ja nur eine random Frucht ist, die einfach mal irgendwo hängt. Machen wir ein paar Grizzlies, hä? Ach komm, ich nehme mich noch ein bisschen mit, ne? So gut. Ach komm, Materie und einen Samen. Sonst ist nichts hier, also... Die nächste Kampfzone steht an. Wie die immer ihren eigenen Dolch in die Fresse bekommen. Aber nur, wenn man die in die Luft zieht. Jetzt zum Beispiel auch wieder. Stimmt eigentlich vom Gift? Nicht zwangsweise. So, hey, wieder. Das lief jetzt nicht ganz so optimal, aber immer noch mehr. Immer noch besser, als wenn wir einen auf den Sack kriegen, wollte ich sagen. Ach, komm mal, ein Brötchen. Ein schönes Brötchen. Und Gesetz des Titanias wurde hinzugefügt. Als Notiz im Archiv. Handel auf der königlichen Hauptstraße wird mit Geldbuße geahndet. Handel ohne ausdrückliche Genehmigung des Königs wird ebenfalls mit Geldbuße geahndet. Wer sich weigert, Steuern zu zahlen, soll zum Tod durch Hängen verurteilt werden. Hä, nett. Wer sich über die Höhen der Steuern beschwert, soll durch Prügelstrafen und den Pranger bestraft werden. Wer Hexenmeister ausschließt, soll durch den Pranger bestraft werden. Wer Blutvergießen verursacht, soll auf die Stänge hingerichtet oder gehängt werden. König Edmund wurde einst vom Volk als Erbe des Vermächtnisses seines weisen Vorgängers gefeiert. Als er noch begann, härtere Gesetze und Steuerbestimmungen zu erlassen, sank seine Beliebtheit in der Bevölkerung. Ja, nicht gerade verwunderlich, wenn man denkt, dass... schlecht reden über die Steuern, erstmal Prügelstrafe und Pranger. Das ist schon mal Tapper. Falls einige von euch nicht wissen, was... Kann ja sein, dass einige von euch nicht wissen, was ein Pranger sein sollte. Das war dann so ein... So ein Holzgestell, sag ich mal. Wo man dann schön öffentlich dann hingestellt wurde. Wo man mehr oder weniger mit dem Kopf dann und mit dem Kopf und den Händen dann stehen musste. Das heißt, man hat es sehr unbequem. Und man wurde dann meistens auch von den Leuten dann von Tom... Naja, mit irgendwelchen Gemüse meistens. Und dergleichen halt beworfen. Ja, also richtig schön öffentlich hingestellt und dann angeprangert. Deswegen auch dieses Wort angeprangert. Meiner Erfassung nach kam es halt durch das Wort Prang. Und angeprangert wurdest, hast du echt Scheißkarten. So, nochmal eine Materie, ne? Ein bisschen nochmal gefährliches Halbwissen. Mal unter das Volk bringen. So, hier nochmal rein, da waren nichts. Nochmal Bienchen. Zumindest muss ich nichts erklären über Bienchen und Blümchen. Wirklich, der Zwiebli hat mich... K.O. geschlagen. Frechheit. Habe ich alles? Scheint so. Moment. Hatte ich also doch richtig gesehen. So, dann haben wir hier alles. Den habe ich aber um Leben nicht gesehen. Gut, dass man den hören kann. Das habe ich gesehen. Das habe ich gerade noch so gesehen. Der beschwert sich ja lautstark, wenn einer auf ihn tritt.
Ja, und Yggdrasil-Essenz. Stimmt, die habe ich nie benutzt. Das würde das ganze Erfahrungsding ein bisschen leichter machen. So, Rastzone. Hier. Rosmarillen. Ich habe schon 8 Traumkehrer, ne? Machen wir mal so. Das sollte zumindest ein bisschen was machen. So, ein. Und 2. Und damit wir mit den Trauben eh nichts anfangen können. Komm her, essen wir das gute Zeug. Level up winkt. Der gute Level up. Und halt noch den bisschen Max AP. Und Level 17. 500 Leben. 520 Leben. Wir haben ein paar Reste. Das können wir mit Jubilur zumindest gar nicht so schlecht umwandeln. So, was hast du denn eigentlich hier für uns? Hey, cut it out! I'm an innocent vice. I'm just a... Just das don't kennen ask. Wir schon. Das hat auch schon bei Gwendolyn gesagt. Brötchen... Oh, Vampirring. Ja. Vampirring. Komm, 60 Gold, was soll's. Hey, kannst du da was aus meinem... nein. Mein Flinkheitsgürtel weg. Vampirring. Hello again. Hello, mein Schatz. Ich lebe dich. 5% erlittenen Schaden halt aufzuheben ist jetzt echt nicht die Welt. Also tun wir das auch mal raus. Bis wir halt wieder unsere gewohnten Ausrüstungsgegenstände haben. So, 20 von 38. Boah, ist nicht genug Unrat. Obwohl. Weißt du was? Doch. Das reicht mir. So, die ganzen Materien können wir mitnehmen. Hier so die Billigtränke. Unsichtbarkeit. Benutzt sowieso keiner. So, erstmal unseren Materietrank 4. Mit einmal in den Knochen. So, und jetzt das ganze Zeug auf dem Boden. Also mit Jungler kann man hier eigentlich immer recht viel machen. Vor allem, man kriegt ja Rosmarillen. Sehr häufig. Und Rosmarillen sind halt Fosoren, was halt nochmal Erfahrungspunkte, mehr oder weniger. Halt, wenn es auf Fahrt kommt, sind das halt Erfahrungspunkte. Für Feuer, Brandfalle, Todesdampf, Unsichtbarkeit, Vulkan. Nee, das ist jetzt auf jeden Fall nicht. Der Schimmerschein. Ein bisschen was können wir noch wegschmeißen hier. Ah, jetzt nicht mehr. Alles klar, perfekt. Dann Jongleur, bitte einmal. Und wir sammeln. Also ich habe 3 Rosmarillen gesehen. 3 Rosmarillen, das sind nochmal schön 36 Fusionen. Also hau mal raus, das Zeug. Gib mir das schöne. Das sind auch nochmal ein bisschen was an Erfahrungspunkte. Der Pfefferkuchmann, den lasse ich jetzt einfach mal, weil den kann man schön einhapsen essen. Und man braucht nicht so lange zum Kauen. 212, das ist doch nicht schlecht. So, hier, nochmal bitte den Plasma-Raining einmal verbessern. Dauer steigt. Dauersteigen ist natürlich jetzt mal so was von gebonkt. Fähigkeit verstärken. Stärkenkosten. Ja.
Ich hätte gerne Talente. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Ich hätte vielleicht nochmal so das andere Zeug auch wegpacken sollen. So, das kann welch. Kein heiligen Trank. Ja. Regeneration, Regeneration. Und der Yggdrasil Essenz. So, ein paar Kerne können wir da weg. So. Viel besser. Gut, dann würde ich aber sagen, hier machen wir wieder mal eine Pause. Schön, dass damit das ganze Zeug gemacht worden ist. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Bei Odin's Field of Frasier mit mir, dem Merius, und natürlich euch, den Zuschauern. Also, wenn es euch da gefallen hat und ihr noch nicht Teil des Teams seid, dann abonniert doch und werdet Teil des Teams, der kleinen Gemeinschaft. Und wenn ihr das ja schon seid, Teil der Gemeinschaft, dann nochmal hier ein Dankeschön an euch alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.